Band und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hi Leute, ich bin hier gerade auf 2700 Metern im Gebirge. Auf 3000 will ich hoch, das heißt 300 Meter muss ich noch klettern. Und es ist echt richtig aufregend. Aber ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe meinen Bergführer dabei, Simon. Sag mal hallo. Hallo. Und ich muss euch sagen, ich habe echt Respekt vor dem, was ich hier mache. Mir schlottern ganz schön die Knie. Ob es klappt, seht ihr in der Sendung. Heute geht's ums Hochgebirge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich denn da hochkommen? Von Hochgebirge spricht man, wenn Berge mindestens 1500 Meter hoch sind. In Europa gehören zu den gewaltigsten Hochgebirgen der Kaukasus im Osten, die Sierra Nevada in Spanien und natürlich die Alpen in Mitteleuropa. Dort befindet sich auch der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze. Die ist fast 3000 Meter hoch. Und obwohl es im Hochgebirge ziemlich ungemütlich sein kann, leben dort auch Menschen. Bergbauern zum Beispiel. Jeden Sommer treiben sie ihr Vieh hoch hinauf, wo es gutes Futter gibt. Auf Almen verarbeiten sie die Milch dann zu Käse. Manche Almen und Hütten sind so weit oben, dass Hubschrauber die Vorräte rauffliegen müssen. Für Sportler ist das Hochgebirge ein Paradies. Im Winter kann man Ski oder Snowboard fahren. Und im Sommer zum Beispiel wandern. Manche Extremsportler gehen sogar auf wochenlange Expeditionen und erklimmen den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. Der befindet sich in Asien, im Himalaya-Gebirge und ist 8848 Meter hoch. Unfassbar, oder? Wie man auf einen Hochgebirgsgipfel raufkommt, das finde ich heute raus. Und zwar in einer der spektakulärsten Gebirgsregionen Europas, den Dolomiten in Südtirol. Dort lerne ich, wie man mit Seil und Sicherheitshaken in einer Felswand klettert, über Nacht in einem Zelt mitten im Hochgebirge und ich erklimme einen Gipfel in 3000 Metern Höhe. Also, alle schwindelfrei? Gut, dann kommt hier der Hochgebirgscheck. Und jetzt? Ach nee, wartet mal. Ich komme besser zu euch runter. So, jetzt seht ihr mich besser. Jetzt die Checker-Fragen. Warum wird im Hochgebirge die Luft dünn? Wie übernachtet man in einer Steilwand? Und was ist eine Seilschaft? Das checke ich für euch. Ich bin jetzt mitten im Gebirge. Und zwar in Südtirol, im Norden von Italien. Mit dabei Simon. Den kennt ihr ja von vorhin. Er ist Bergführer und wurde schon zum besten Alpinisten Italiens gewählt. Guckt euch mal an, was der für Sachen macht. Und wie man in steilen Felswänden sicher klettert, zeigt er mir jetzt. Was ist das jetzt hier für eine Stelle? Das ist jetzt ein Klettergarten, das ist sozusagen natürlicher Fels, wo die Touren schon vorbereitet sind. Siehst du die einzementierte Haken? Ja. Und da versuchen wir jetzt mal hochzuklettern. Ha? Also das ist die Stelle, wo ich klettern lerne, oder wie? Genau. Und ist das schon eine schwierige Stelle oder ist das für einen Anfänger wie mich? Na, das okay. Ist für Anfänger, für dich genau richtig. Ja? Damit meine ersten Kletterversuche auch sicher sind, ziehen wir Gurte und rutschfeste Schuhe an. Aber muss man sehr fit sein, um so eine Wand hochzukommen? Ein bisschen fit sollte man schon sein. Zeig mal deine Muskeln, spann mal an. Alter, ja, okay, was ist das denn? Das habe ich nicht. Also bei mir ist das weniger. Komme ich da trotzdem hoch? Schauen wir mal. Guck mal, fass mal an. Das wird schwierig werden. Wirklich? Dieses lange Seil hier kommt jetzt an den Klettergurt. So. Und das hält dich jetzt? Das hält mich, ja. Ja, funktioniert wirklich. Hält, oder? Hält fest. Okay. Simon klettert vor und befestigt das Sicherungsseil an den Haken im Felsen. So kann mir nachher nichts passieren, wenn ich hochklettere. Und damit ihm jetzt nichts passiert, sichere ich von unten. Ey, der läuft da hoch, als wär's nichts, ne? Okay, Tobi. Hältst du mich? Ja. Kommst wieder runter, ja? Alles klar. Ich hab dich. Mit beiden Händen an Bremsseil? Beide Hände unten. Okay.
Na dann geht's los. Du musst nur sagen, ob langsamer oder schneller oder ob's okay ist. Noch ein bisschen schneller. Okay. Ja, genau. So ist perfekt. Okay. Super gemacht, Tobi. Vielen Dank. So, Leute. Jetzt wird's ernst. Ich muss den Felsen hoch. Gut, dann testen wir jetzt einmal, wie das funktioniert und dann steige ich da hoch. Genau. So, bis hier zum Beispiel, oder? Ja. Und sag mal, wenn ich jetzt wirklich oben irgendwo abstürze, wenn ich ausrutsche und zurückfalle, ja, dann lande ich in dieser Position, oder? Genau. Und dieses Seil hier kann nicht reißen, auch nicht, wenn es da über die Felswand läuft und so. Das reißt nicht. Okay. Also, drückt mir die Daumen. Tobi, mach nicht ganz so große Schritte. Lass dir nur schön Zeit, kein Stress. Okay. Ich bin oben! Bravo! Gut gemacht! Ganz schön hoch hier. Aber hat Bock gemacht. Ich muss jetzt dann wieder runterkommen. Genau wie wir es vorher geübt haben. Einfach so rückwärts abseilen. Perfekt. Lass dich mal rein. Okay. Okay, und dann lass ich dich langsam runter. Ja. Wenn es zu schnell geht, sagst du es. So ist okay. Tschüss. Geschafft. Bravo. Cool, ey. Super gemacht. Das war mega cool. Das hat richtig Bock gemacht. Ich würde jetzt nur gerne noch irgendwas Spektakuläres noch klettern. So eine richtige Tour machen. Da hätte ich was für dich. Ja? Okay, dann bin ich gespannt. Wäre das was, Tobi? Was denn? Das wäre eine richtig große Herausforderung, glaube ich, für dich. Das Wahrzeichen der Dolomiten. Diese Riesenfelsen da oben. Ja, kennst du die? Nee. Die drei Zinnen. Die drei Zinnen. Genau. Weil es so drei so Hubbel sind. Genau, die drei markanten Zipfel. Und für dich wäre natürlich die große Zinne ein schönes Ziel. Meinst du, ich schaffe das? Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wohl, oder das schaffst du schon. Meinst du? Ja, ich denke schon. Okay. Oh, warte mal. Jetzt erstmal eine Frage an euch. Wirklich auf den mittleren, ganz hoch, ja? Ja. Ich will heute von euch wissen, wie warnen Murmeltiere vor Feinden? A. Durch einen Pfiff. B. Durch Aufstellen des Felles. Oder C. Durch Klopfgeräusche. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Zur großen Zinne ist es noch ein ganz schön weiter Weg. Aber ich muss sagen, unsere Tour gefällt mir bis jetzt super. Simon, es ist so schön hier. Ich finde es unfassbar, wie diese ganzen Felsen geformt sind und so. Toll. Das ist schon einzigartig, auch wie sich die geformt haben, die Dolomiten. Man muss sich vorstellen, vor vielen Millionen Jahren ist das eigentlich sozusagen unterm Wasser gewesen, ein großes Meer. Und das, was du jetzt siehst, das sind sozusagen abgestorbene Korallen. Vor vielen hundert Millionen Jahren war da, wo die Dolomiten jetzt sind, ein riesiges Meer mit großen Felsen. Und rundherum Vulkane. Durch die vielen Vulkanausbrüche floss Lava ins Meer, wurde kalt und vergrößerte die Felsen. Auf denen wuchsen dann noch Korallen. Tja, und als das Meer nach Millionen Jahren verschwunden war, blieben Gestein und Korallenreste übrig. Und die Dolomiten waren entstanden. Während wir langsam immer höher steigen, erklärt Simon mir ein paar wichtige Regeln fürs Hochgebirge. Immer gut aufs Wetter achten. Gewitter können hier oben schnell gefährlich werden. Und am Berg niemals übertreiben und Kräfte gut einteilen. Ich zum Beispiel merke jetzt schon, dass mir langsam die Puste ausgeht. Simon, warte mal. Ich weiß, du bist fitter und du bist Bergführer. Aber je höher wir kommen, habe ich echt das Gefühl, es wird immer anstrengender. Ja, die Luft wird auch dünner. Das habe ich schon mal gehört. Und das ist auch eine Checkerfrage. Warum wird im Hochgebirge die Luft dünn? Das heißt, je höher, dass wir aufkommen, umso weniger Sauerstoff ist in der Luft enthalten. Und dementsprechend anstrengender ist das halt für uns. Ja klar, weil wir Menschen brauchen Sauerstoff zum Atmen. Wenn weniger Sauerstoff da ist, fällt es uns schwerer zu atmen und umso anstrengender wird alles einfach, ne? Ganz genau. Unsere Luft besteht aus vielen winzigen Teilchen. Unter anderem aus Sauerstoffteilchen. Die brauchen wir zum Atmen. Ganz nah an der Erde sind die meisten Teilchen. Man sagt, hier ist die Luft am dichtesten. Je höher man kommt, desto weniger Sauerstoffteilchen sind in der Luft. Einfach gesagt, die Luft wird dünn. Schon ab 2500 Metern Höhe kann es passieren, dass unser Körper so wenig Sauerstoff bekommt, dass wir schon nach wenigen Schritten aus der Puste kommen.
Aber was ist denn dann, wenn man noch viel höher ist? Du bist ja manchmal auf Bergen, die sind nicht auf 3000 Meter, sondern auf 5000. Wir als Menschen haben wirklich eine super Funktion, dass sich der Körper auch auf die gewisse Höhe anpassen kann. Und dementsprechend muss man sich halt da auch Zeit nehmen, dass man nicht wirklich sozusagen höhenkrank wird. Was heißt höhenkrank? Das heißt, man bekommt Kopfschmerzen oder Übelkeiten. Und was macht man dann, wenn man tatsächlich irgendwie solche Anzeichen für Höhenkrankheit hat? Wenn es wirklich schlimm ist, dann ist einfach am besten absteigen und sozusagen mehr Sauerstoff in der Luft wieder zu bekommen. In 8000 Metern Höhe, wie auf dem Mount Everest, ist die Luft übrigens so dünn, dass die meisten Bergsteiger sogar eine Sauerstoffmaske brauchen. In der Luft sind winzige Sauerstoffteilchen. Die brauchen wir zum Atmen. In großer Höhe gibt es davon weniger und das Atmen fällt schwerer. Checkt. Wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen, aber bis zu den drei Zinnen schaffen wir es heute nicht mehr. Deswegen schlagen wir unser Zelt auf einem Campingplatz auf. Weiter oben, im Naturpark der drei Zinnen, ist Zelten und offenes Feuer nämlich streng verboten. Ja, ich glaube, die Stangen hier könnten gut passen. Okay. Bisschen flach, oder? Das ist genau richtig, oder? Ja, aber willst du stehen beim Schlafen? Nee, aber ich will auch mir nicht den Kopf anstoßen, wenn ich liege. Ah, okay. Ah ja, okay. Dann nehmen wir die lange Stange. Okay. Also, alles nochmal von vorn. So, Zelt steht. Jetzt suchen wir noch Feuerholz. Also, naja, zumindest einer von uns. Sag mal, so richtig viel Holz findet man hier oben jetzt auch nicht mehr, ne? Es wächst nicht so viel wie weiter unten. Ja, hier sind eigentlich nur noch die Latschenkiefer, was da wachsen. Weil wir sind jetzt oberhalb der Waldgrenze. Das heißt, wir sind sozusagen ober 2000 Meter. Okay, also diese ganzen kleinen Sträucher hier, die wachsen hier oben noch, aber Bäume nicht mehr so viel? Nein, Bäume nicht mehr so viel, weil einfach da in dem Boden die Nährstoffe fehlen. Je höher die Berge sind, desto weniger Bäume wachsen. Das liegt daran, dass es in der Höhe immer kälter wird. Und eisige Temperaturen mögen viele Pflanzen nicht. In den Alpen wachsen ab rund 2000 Metern kaum noch Bäume. Dort ist die Waldgrenze. Weiter oben wachsen nur noch kleinere Bäume und Büsche. Richtig große Bäume können auf dem steilen, felsigen Boden keine Wurzeln mehr schlagen. Und wenn wirklich gar keine Bäume mehr wachsen, dann spricht man von der Baumgrenze. Die ist von Region zu Region unterschiedlich, je nachdem, wie warm es in der Höhe ist. Wir haben zum Glück noch genug Holz gefunden und machen jetzt ein Feuer. Und währenddessen kläre ich mit Simon meine nächste Checkerfrage. Wie übernachtet man in einer Steilwand? Sag mal, wo übernachtet man denn, wenn man wirklich an so einer Steilwand unterwegs ist? Da kann man ja kein Zelt aufbauen. Ja, da gibt es schon so eigene Zelte, die was man sozusagen in der Steilwand montieren kann. Wie funktioniert das? Das musst du dir so vorstellen, wie ein normales Zelt, wie wir jetzt da aufgestellt haben. Nur hat das auf der Rückseite so wie ein 90-Grad-Winkel, wo es an die Wand kommt. Oberhalb ist ein Fixpunkt, wo du das Zelt befestigst. Und da drin kannst du einfach liegen wie auf einer Hängematte. Echt? Du baust dir quasi eine Hängematte an die Wand und legst dich rein, schläfst ein paar Stunden und kletterst dann weiter? Genau. Ist ja geil. Und guck mal, so sieht das dann aus. Abgefahren, oder? Aber eine ganz bestimmte Frage habe ich schon noch. Wo gehst du dann morgens aufs Klo? Das machst du auch mehr oder weniger in der Luft. Wie? Dann machst du einfach den Reißverschluss auf, hebst deinen Allerwertesten hinten raus und lass es einfach gehen. Schaust mal, ob jemand unten raufkommt und dann lass du es gehen. Da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht ins Zelt machst. Ja, dann musst du halt wieder rausschupfen. Ich stelle mir das ungefähr so vor. In einer Steilwand hängen Bergsteiger ein Spezialzelt an einem Haken auf und übernachten dann in luftiger Höhe. Gecheckt. So, jetzt habe ich aber echt Hunger. Zeit für Grillwürstchen. Guten Appetit. Guten Appetit. Perfekt. Sag mal, Simon, ich habe gehört, es gibt hier in der Gegend Bären. Was ist denn, wenn heute Nacht ein Bär vorbeikommt und wir liegen im Zelt und kriegen das nicht mit? Ja, da brauchst du keine Sorgen zu machen. Bären sind eigentlich mehr weiter südlich. Da würde es mich richtig wundern, wenn da ein Bär aufkommt. Echt? Das ist mehr oder weniger ausgeschlossen, ja. Okay. Also essen wir auf und dann gehen wir ins Bett? Ganz genau, dass wir uns erholen für morgen. Ja, morgen wird anstrengend, glaube ich. So,
Wir haben es uns gemütlich gemacht und gehen schlafen, oder? Ich hoffe, es wird nicht zu kalt heute Nacht. Genau. Nein, nein, da passiert nichts, wirst du sehen. Hier im Zelt geht. Geht schon. Alles klar. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Tobi. Schlaf gut, Simon. Alter Simon, hast du gepupst? Nein, ich glaube, das sind deine Schuhe. Mach die mal raus. Ich schmeiße mal die Schuhe raus. Okay. Okay. Gut. Aber nicht pupsen. Oh nein. Mann. Ich will ein eigenes Zelt. Na toll. Jetzt schläft Simon tief und fest und ich sitze hier und bin total aufgeregt. Auf den riesigen Berg soll ich morgen rauf. Aber ich krieg das schon hin, oder? Ich meine, das haben die Leute vor über 100 Jahren ja auch schon geschafft. Und die hatten damals noch viel schlechtere Ausrüstung. Wer nicht zu Fuß auf den Berg will, kann seit etwa 100 Jahren mit der Seilbahn fahren. Heute werden Seilbahnen gebaut, die 120 Leute in einer Kabine transportieren können. Wie hier auf der Zugspitze. Allerdings ist der Bergtourismus nicht besonders gut für die Umwelt. Für neue Skipisten und Seilbahnen müssen oft viele Bäume und ganze Felsen weichen. So, ich versuche jetzt auch zu schlafen. Morgen ist mein großer Tag. Gute Nacht. So Leute, es ist sau früh morgens und jetzt wollen wir wohin? Darauf. Da hoch. Oh Gott. Hast du schon die Hosen voll? Ja, langsam aber sicher schon, ehrlich gesagt. Dann gehen wir, hä? Okay. Sehr weit haben wir es bis zur großen Zinne nicht mehr. Aber guck mal, wer sind denn die? Simon, ja. Wieso sind hier Ponys im Gebirge? Was geht denn ab? Die sind in Sommerfrische, die haben da sozusagen ihre Alm. Die bleiben jetzt oben bis herbstlich und dann holen sie sie wieder. Okay, aber das heißt, die sind hier hochgebracht worden und wohnen normalerweise nicht hier oben am Berg? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Das Einzige, was hier am Berg wohnt, sind Gämsen und Murmeltiere. Murmeltiere sind diese kleinen, braunen, süßen Nager, ne? Genau. Die leben in Höhlen hier irgendwie auch am Ganz Berg. Ganz genau. Murmeltiere sind vor allem in den Alpen sehr verbreitet. Sie leben im Gebirge auf einer Höhe von 800 bis 3000 Metern. Da ist es deutlich kälter als im Tal und das gefällt den Nagern besonders gut. Murmeltiere leben in Höhlen, die sie in den Berg graben. Ihr Bau ist aber nicht nur zum Schlafen da, sondern er dient auch zum Schutz. Erblickt ein Murmeltier einen Feind, wie zum Beispiel einen Adler, fängt es sofort an, die anderen mit lauten Pfiffen zu warnen. Ja, und dann verschwinden alle schnell im Bau. Ganz gut, ne? Simon, ihn hier mag ich sehr gern. Können wir ihn vielleicht mit hochnehmen? Hast du einen Platz im Rucksack? Da passt er dann doch nicht rein. Der Kopf kann ja rausschauen. Na, ich glaube, der fühlt sich bei seinen Kumpels ganz wohl, ne? Hi. Also tschüssi. Schön, dich kennengelernt zu haben. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter, ha? So, bisher war der Weg nach oben ja noch einigermaßen bequem. Aber damit wir auf die große Zinne raufkommen, heißt es jetzt gleich klettern. So, Tobi, jetzt sind wir hier. Krass, sind wir da. Es ist jetzt schon so hoch, ey. Da oben ist der Einstieg. Ziehen wir uns da an, Helm aufsetzen und dann binden wir uns mit einem Seil zu einer Seilschaft zusammen. Zu einer Seilschaft? Warte mal, das habe ich schon mal gehört. Und das ist auch eine Checkerfrage. Was ist eine Seilschaft? Eine Seilschaft ist dann, wenn man sich sozusagen mit einem Seil verbindet und so hochsteigt. Aha, also eine Sicherung zwischen zwei Kletterern oder in unserem Fall einem Bergführer und einem absoluten Anfänger, der versucht, da hochzukommen. Ganz genau. Ich bin mittlerweile krass aufgeregt. Nein, nein, das schaffst du schon. Okay. Wie am Klettergarten müssen wir jetzt unseren Gurt anziehen und das Seil daran befestigen. So, jetzt sind wir eine Seilschaft, ne? Jetzt sind wir eine Seilschaft, ganz verbunden genau. Durch ein Seil, das uns beiden dran ist. Mitgehangen, mitgefangen. Machen wir es jetzt, oder? Auf eine gute Tour, ha? Ja, wünsche ich uns auch. Durch das Seil sind Simon und ich ab jetzt verbunden. An den schwierigen Stellen steigt er vor und befestigt das Seil an einem Haken oder einem Felsvorsprung.
Sollte ich abrutschen, kann er mich so über das Seil abfangen. Und Leute, es ist so unfassbar hoch hier. Eine Seilschaft ist die Verbindung zwischen mehreren Bergsteigern durch ein Seil. Damit sichern sie sich gegenseitig. Gecheckt. Alter. Mach mal langsam, langsam, langsam. Oh Gott. Ey, das ist so krass. Ich hab's mir nicht so schwierig vorgestellt. Ja, jetzt wird's leichter. Wird's nicht, ne? Bisschen wird's noch schwieriger, aber das schaffst du schon noch. Echt? Ey, man muss echt die ganze Zeit gucken, dass man einen Griff findet, dass man irgendwie, weiß ich auch nicht, weiterkommt. Ja, ja, ist wichtig. Ich habe auch echt wackelige Knie die ganze Zeit. Da sind wir schon zu zweit. Naja, aber trotz wackeliger Knie muss es weitergehen. Und gleich kommt auch noch die schwierigste Stelle. Der sogenannte Kamin. Oh Mann. Ich habe echt Schiss. Aber bevor es darauf geht, für euch erst noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie warnen Murmeltiere vor Feinden? A. Durch einen Pfiff. B. Durch Aufstellen des Felles oder C, durch Klopfgeräusche. Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Erblickt ein Murmeltier einen Feind, wie zum Beispiel einen Adler, warnt es die anderen mit lauten Pfiffen. Richtig ist also A. Die Pfiffe der Murmeltiere sind wie so eine Art Alarmanlage. So, jetzt wird's ernst. Simon klettert den Kamin hoch und sichert mich mit dem Seil. Ja, und jetzt bin ich dran. Warum mache ich eigentlich solche Sachen immer wieder? Geschafft! Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zum Gipfel. Haben wir es geschafft? Bravo! Super gemacht! Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier hochschaffe. Da kann ich echt stolz haben auf dich. Oh, das bin ich. Jetzt sind wir auf 3000 Metern, oder? Der Kopf ist auf 3000. Der Gipfel ist 2999. Okay, hier haben wir 3000 Meter. Ja. Krass. Was macht man denn jetzt so, wenn man auf so einem richtigen Gipfel ist? Gibt es irgendwelche Rituale? Bergheil. Bergheil, sagt man. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann Bergheil, Simon. Schau mal, ob vielleicht ein Buch drin ist. Wie ein Buch? Ein Gipfelbuch. So was gibt es auch noch. Ja, ja, da ist ein Buch. Wenn du willst, kannst du dich eintragen. Und einfach sagen, dass ich da war. Genau. Ah, krass. Ganz viele Einträge. Jetzt kann ich da was reinschreiben. Ja, und etwas zeichnen, wenn du Lust hast. Kannst du was zeichnen? Ich habe eine super Idee. Warte mal kurz, halt mal bitte. Ja. Guck mal, ich habe nämlich was dabei. Boah, das ist eine coole Idee. Checker-Tobi-Logo. Kleben wir da rein, oder? Da. Warte. Jetzt schreibe ich noch einen Text dazu. Danke. Für das tolle Abenteuer. Dein Tobi. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank, gerne. Simon. Hat Spaß gemacht. Ey, wie krass. Ist das toll hier oben. Gewaltig hat die Aussicht. Unglaublich. Und mit diesem tollen Ausblick sage ich Ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.